Und Action. Zirkus Krone. Es ist Abend, es ist Feierabend. Eine wunderschöne Beleuchtung. Aber es ist nicht alles immer so wunderschön, wie man denkt. Auch Max Simonheit Barum hat uns so einiges zu erzählen. Wie soll es anders sein bei unserer Sendung? Es geht natürlich wieder um gewisse Freunde. Und da überlasse ich jetzt einfach mal das Wort über deine Erlebnisse, die du so gemacht hast, die wirklich schon extrem sind. Also übel. Ich tue jetzt zwar hier so, als wäre mir sowas noch nicht bekannt, mir ist es bekannt, aber hören Sie mir einmal zu, es ist wirklich, es ist Horror. Ja, es geht einmal natürlich um die Sachen, die jetzt nicht direkt vor den Vorstellungen, wenn jetzt mal eine Demo passiert, stattfindet, was da eigentlich passiert, sondern mehr so auch, jetzt sagen wir mal, was passiert eigentlich nachts, wenn wir in einer Stadt sind oder bevor wir in die Stadt kommen. Wir haben zum Beispiel öfter zerstörte Plakate, Zirkusplakate. Ist also so, die hängen natürlich ein, zwei Wochen vor unserem Gastspiel schon in der jeweiligen Gastspielstadt. Mhm. Und dann kommt es auch recht häufig vor, dass also diese Plakate zerschnitten werden oder da Aufkleber drüber geklebt werden mit Feld aus wegen Tierquälerei. Ja, die Aufkleber sind mir auch bekannt. Und das ist natürlich, es wird so gut wie keiner dabei erwischt. Das Problem ist auch noch, wenn einer dabei erwischt wird, dann wird er wahrscheinlich nur für dieses eine Plakat belangt werden, außer jetzt, da sind überall die gleichen Aufkleber oder wie auch immer. Das Ding ist ja auch noch, gut, man hat ja jetzt natürlich auch nie Beweise, wer es war. Mhm. Es liegt aber nah, in welche Richtung es geht, wenn da jetzt steht, fällt aus wegen Tierquälerei. Ja. Ne, irgendwelche besoffenen Jugendliche haben jetzt nicht zufällig diese Aufkleber in der Tasche, das ist klar. Das ist, man geht schon recht davon aus, dass das da in diese Tierrechtsszene, von dieser Tierrechtsszene kommt. Liegt sehr nah, der Verdacht. Liegt sehr nah. Hier bekannt. Ja, liegt sehr, sehr nah, behaupten wir das nicht, aber. Dann, ja, es gab Situationen, da waren Bremsschläuche von Wagen durchgeschnitten. Bremsschläuche. Also richtig Attentate, die nach dem Leben zielen. Richtig, ja. Was jetzt auch wiederum, also ein Laie würde sich denken, jawohl, so eine Schläuche schneide ich durch, da passiert bestimmt was ganz, ganz Schlimmes. Ja. Gott sei Dank bei Zirkusanhängern oder überhaupt bei LKW-Anhängern ist es so, schneidet man die Bremsschläuche durch, kommt keine Luft an. Das heißt, die Bremse löst sich gar nicht erst, wenn man... Man kann gar nicht erst losfahren damit, ne? Aber ein Laie weiß ja sowas nicht. Ich weiß es auch nicht. Geht ja davon aus, dass da die Luft irgendwann oder was auch immer ausströmt, während der Fahrt austritt und somit die Bremsen nicht mehr funktionieren. Genau davon wäre ich jetzt auch ausgegangen, als der Laie bei Bremsschläuche ist schon übel. Ja. Auch wenn es so ist, wie du es mir gerade erzählst, habe ich auch was dazugelernt, weil da kriegt man doch erstmal einen Schreck zu. Was erkläre ich diese Leute? Imstande sind, wegen halt den Vorwürfen, die euch gemacht werden oder den Taten, zu denen man euch gerne verurteilt, die ihr gar nicht erst begangen habt, aber da gehen wir jetzt nicht drauf ein, aber das ist wirklich, wirklich, Bremsschläuche ist ein hartes Kaliber, aber es gab noch ein paar andere harte Kaliber. Das ist ganz heftig, ganz genau, es zumal kam schon auch vor, dass LKWs von uns beschmiert worden sind, da war dann schön vorne mit Spraydose Tierquäler draufgeschrieben, hinten auch nochmal Tierquäler drauf. Das ist natürlich ganz heftiger Vandalismus auch. Und das ist natürlich, also wir hatten jetzt neulich auch eine Stadt, da wurden Plakate zerstört, auch Litfaßsäulen wurden beschädigt, die Werbung, und da kam ein Schaden von ca. 7000 Euro zusammen, nur von der einen Stadt und nur von der Werbung, die dann zerstört wurde oder auch die Werbung war dann so mit eingeschnitten. Und es kommen immer wieder mal Sachen vor. In einer Stadt hatten wir das auch so, dass Ziegelsteine auf das Dach unserer Kaffeebar, Zeltdach geschmissen wurde. Also man kann wirklich sagen, dass das auch nicht durchgehen, hat scharfe Kanten, dass das also nicht durch die Zeltplane durchging. Also, wir können gerade leider nicht einblenden. Diejenigen, die unsere Videos kennen, haben sie eventuell schon gesehen, aber die Zeltfahren, sonst schaut euch mit Zirkusfoto mal an. Das sind wirklich Anschläge, je nach dem Leben trachten, bei dem Stand richtig geworfen. Das hält natürlich das Zirkuscafé, dem er das nicht stand.
weil es dafür nicht gebaut ist. Und ja. Das sind ja richtige Angriffe, die nicht nur auf Gesundheit, sondern die wollen schaden, die wollen verletzen, die wollen Schaden hinterlassen, eventuell sogar tödlich. Richtig. Unsere Meinung dazu liegt meiner Meinung nach berechtigt auch sehr nah, aber da ist so viel Hass in diesen Menschen drin. Ja, das ist auch das Erschreckende, dass die Leute vor solchen Taten nicht zurückschrecken. Wie gesagt, man hat ja nie Beweise, wer es ist. Die Leute rennen weg, aber es geht denen nahe, wer sonst hätte Interesse daran, uns zu schaden. Und dann haben wir natürlich dann auch Angriffe im Internet. Man bekommt Nachrichten, es werden Kommentare unter Postings gemacht, jetzt zum Beispiel vom Zirkus, wenn er ein Post ist, vom Zirkus Krone, stellt irgendwas vor oder Martin Lacey etwas passiert oder so, dann kommt gleich von irgendjemand garantiert ein Post, und das kam auch schon vor. Hoffentlich stirbt er, hoffentlich wird er von seinen Raubtieren zerfleischt. Ja, sowas kenne ich auch, per E-Mail zum Beispiel. Ich selber habe auch schon, mir wurde Tod durch Krebserkrankungen gewünscht. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, es schockiert alles einem, und man bekommt natürlich auch Angst. Was ist der nächste Schritt? Kommen die nachts an die Wohnwagen, zünden die irgendwas an? Ja. Wir haben jede Menge Nachtwächter da, die auch das Gelände beaufsichtigen, weil es einfach sein muss. Ne? Ja. Und man muss natürlich auch Tiere schützen. Ne? Es geht nicht darum, dass hier auch irgendwie Material, sondern die Tiere müssen auch geschützt werden. Ne? Es kam vor, jetzt erst in Tschechien, dass Tiere freigelassen worden sind. Ja, habe ich schon gehört, ja. Ein Tier ist dann leider gestorben. Und da heißt der böse Zirkus, dass die jetzt weggelaufen abgehauen. Und das ist aber, Gott sei Dank, wurden die da erwischt, und das waren anscheinend war das eine Gruppe, die absichtlich Zirkustiere freigelassen hat. Ja. Und da muss man immer leider mit rechnen, ne, dass so sowas passiert. Und da ist die halt die große Frage, wie weit geht das? Was ist der nächste Schritt? Ich frage mich auch, was geht in diesen Menschen vor? Hass, woher? Wollte zu erwähnen, das hier in Bangen schon eine ganze Weile. Auch ich selber kenne das, genauso wie du. Zirkus Grüne Wiese ist mittlerweile sehr nahe gekommen, stehe ich zu. Trotzdem rede ich nicht irgendetwas schön. Wir haben auch hier, wie gesagt, auch nochmal kurz, wir haben Maßnahmen in Arbeit, wo wir halt gewisse Gruppierungen oder gewissen Gruppierungen Fragen stellen werden, die sie wahrscheinlich nicht beantworten können. Wenn doch, dann bin ich auch derjenige, der sagt vor der Kamera, oh, alles klar, entschuldige ich mich, dann lag ich da falsch. Wir sind ziemlich sicher, dass aus gegebenem Anlass, die Projekte sind doch unter Geheimhaltung, internster Kern von Krone weiß Bescheid, internster Kern von uns, das betone ich mit Absicht, uns weiß Bescheid. Hier kann ich auch deutlich sagen, mit diesen Anschlägen, mit diesen Mails, die auch zum Teil so geschrieben sind, dass ich nicht zur Polizei gehen kann oder wir. Ich habe ein Problem, ich sage immer ich, damit meine ich wir, mit denen wir nicht zur Polizei gehen können, aber die halt sehr deutlich sind, man ernst nehmen sollte. Sage ich hier schon mal bei mir, sollte mir irgendwas passieren, kommen die Nächsten. Wir haben uns sehr gut vorbereitet. Dieses Rechtfertigen, habe ich auch schon gesagt, dass ein Zirkus Krone sich rechtfertigen muss, das ist ohne Worte. Uns wird nicht zugehört, weil wir die Minderheit sind, das leuchtet mir ein. Der Mensch ist ein Herdentier und wir werden auf andere Art und Weise, aber seriös zurückschießen, giftig zurückschießen. Es ist ja auch so, dass die Leute sich so genau mit uns beschäftigen, bundesweit. Ist bei dir so, ist bei mir so. Ach, der Windrich steigt aus dem Auto aus. Uns werden Berufszweige, Freundeskreise und so weiter vorgeworfen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Das ist Privatleben. Aber ich mir denke, was hat das hier verloren? Du kennst es auch, wenn du namentlich aufgerufen wirst. Was kommen da so bei dir für Sprüche? Ach ja, da wird erstmal der Titel genannt, den ich dann hier im Zirkus Krone ausübe, und dann natürlich der Name. Und also das zeigt für mich, es wird sich mit dem Thema auch von denen, also es wird sich genau damit auseinandergesetzt, wer arbeitet, wo, was hat er, was macht er da. Und das ist natürlich auch etwas erschreckend. Ne? Das ist ein bisschen erschreckend zu sehen, dass sie genau versuchen, über einen Bescheid zu wissen, was macht er da. Was sind seine Aufgaben? Mhm. Ja, also da fehlt da nur noch, dass sie wissen, wo ich wohne, in welchem Wohnwagen. Ja, das wäre natürlich
Doch, man wird ganz schön an den Pranger gestellt, ja, öffentlich. Ne? Wenn das einer sagt vor 250 oder 200 Demonstranten, dann stellt er einen doch persönlich ganz schön an den Pranger. Und ja, wie sieht das dann aus? Woher weiß ich, dass da nicht irgendein Bekloppter dazwischen ist, der meint, ja, jetzt muss ich es denen richtig zeigen, jetzt schmeiße ich da mal einen Molotow-Cocktail gegen. Genau, das erinnert mich. Man weiß es nicht. Ja. Da sind welche, die sind ja auch. Die sind ja recht nett. Da sind welche, mit denen kann man sich unterhalten. Das ist in Ordnung. Ne? Die vertreten ihre Meinung, ist in Ordnung. Cool. Aber wer weiß, da muss ja einer drin dazwischen sein, der das ein bisschen zu ernst nimmt. Ne? Und dem das auch nicht, dem das auch nicht reicht, eventuell hier oder da was kaputt zu machen oder zu beschmieren. Der will dann vielleicht mehr. Und das erinnert mich, da komme ich so langsam zum Abschluss, an fast schon Rassenverfolgung, wie sie früher einmal gab. Ja, wir haben auch die Gefahr erkannt, dass ihr uns Böses wollt. Von daher sage ich halt auch offen, wir wissen es in der Regel natürlich auch schon zu verteidigen. Auf alles gibt es eine Antwort, kann man das so sagen? Ja. Ne? Ja, es gibt auf alles eine Antwort. Das Gelände jetzt definitiv. Hier sind Nachtwachen unterwegs, definitiv. Zirkus Krone, meiner Meinung nach, definitiv den Falschen ausgesucht, gerade sich den Zirkus Krone auszusuchen, der Belege hat es. Ja. Wir stehen hier stellvertretend für alle seriösen Zirkusunternehmen, weil die Kleinen können dem nicht zustand halten. Und den Rest habe ich jetzt gerade, soll ich ganz offen, vergessen, aber ich denke mal, wir haben genug gesagt. Ja. Wir bereiten uns vor und auch wenn dem Einzelnen irgendetwas passieren sollte, es kommt nach. Und in unserem Geheimkästchen, es ist viel Arbeit, es kommt nach und nach, es dauert noch, hier sage ich nochmal, wenn ich weg bin oder weil ich auftauche, arbeite ich. Wir haben mal die falschen Ideen, so ist es. Wir haben mal die falschen Ideen, ich habe auch schon scheiß Ideen gehabt, die auch nicht alle von mir alleine kommen. Auch ich habe mein Team hinter mir, die traurig sagen, ich muss im Hintergrund agieren, wegen besagten Gründen. Und da kommt es schon mal vor, klar, scheiß Idee, jeder macht mal Fehler, aber wir sind hartnäckig. Und mit Krone habt ihr euch genau den richtigen ausgesucht. Ich war ja damals als Popcorn-Verkäufer, der kleine Popcorn-Verkäufer. Kleiner Popcorn-Verkäufer, keine große Nummer. Und ich habe mich hier tierisch schon lassen wohlgefühlt, das ist das eine. Ich habe es selber gesehen, wie vorbildlich hier die Haltung ist. Ja. Und jetzt hat sich noch verbessert, es gibt jede Menge Nachweise. Wir kommen zum Ende und sagen, der Kampf. Wir sehen uns. Dankeschön.